Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 483. Eichhorn-Wanderung am Samstag, dem 17. Juli 2021. Sie sehen, ich bin nicht auf dem Eichhorn, sondern ich stehe auf der Brücke über den Fluss Kamm zwischen den Ortschaften Thunau und Gars. Ja, das waren früher zwei getrennte Ortschaften. Hier gibt es immer noch die Ortsschilder. Heute ist das Ganze zusammengefasst seit der Gebietszusammenlegung vor etwa 50 Jahren. Jetzt ist es also die Großgemeinde Gars, zu der auch Thunau gehört. Aber auf dem Gebiet von Thunau ist ja die Burg Gars. Hier sehen Sie die Gertrudskapelle, hier sehen Sie die Renaissanceanlage. Und hier werden wir in wenigen Stunden die zweite Vorstellung von der Entführung aus dem Serail von Mozart musizieren in unserer heurigen Sommersaison in Gars. Ja, wie die Premiere vor zwei Tagen war, das könnten Sie kurz nach 19 Uhr auf ORF2 sehen. Da gibt es einen Bericht mit dem Titel Theaterfest und ich hoffe, Sie schauen da ein bisschen hinein und haben ein bisschen Eindruck dann von der Atmosphäre, auch der Beleuchtung und die abendliche Stimmung auf der Burg. Heute ist das ein bisschen kitzlig, denn es kommt gerade ein Gewitter. Sie sehen es hier ganz schwarz, ja, unabhängig von den Autos donnert es hier auch immer wieder. Und der heutige Tag hat ja ohnehin etwas mit Wasser zu tun, denn darum stehe ich ja hier über dem Kamm, denn am 17.07.1717 hat in London Georg Friedrich Händel auf der Themse die Uraufführung der Wassermusik geleitet. Ja, der Adressat war Georg I., George I. Und so werde ich also heute ein bisschen Wolken schieben und versuchen, dass das Wasser entweder im Kamm bleibt oder in den Wolken und dass wir zwischen 20 und 23 Uhr ein Loch haben, um für Sie die Entführung musizieren zu können. In diesem Sinne, noch schönen Samstag.